Ja, Freunde, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Gold Rush. Wir haben schon wieder sechs. Warte mal hier, so. Wir haben 6 Unzen Gold. Da oben ist noch ein bisschen was drin. Das lass ich. Oh. Ach komm, wir waschen die Matten schön aus. Jetzt stellt sich mir die Frage, wieso ich keinen Ton habe. Ah, deswegen. Und da haben wir den Ton. Vielleicht sind wir ja recht erfolgreich mit dem Clean Out. Vielleicht hauen wir ja noch ein paar Unzen raus. Das war falsch. Schon wieder nach riesen Brocken aus, aber ich glaube das Firma 6,1. Man hat 6,2 Unzen. 0,1 Unze. Nee, weiter runter. Da sind auch nur 3 Klumpen drin, aber groß. Gut. Ich kann ja auch gar nicht sagen, wie viel man da rausholt, weil der andere sammelt ja auch immer noch. Auf so einen fetten Fund wie im ersten Loch hatte ich jetzt nimmer. Wie gesagt, ich bin ja echt. Ich weiß nicht, wie das Gold hier spawnt, ob jeder das gleiche hat oder ob das random generiert wird. Das kann ich euch nicht sagen. Da wäre mal interessant zu wissen. Ich habe da. Da sieht es noch was Großem aus. So, wie viel haben wir? 6,569. Das war jetzt 0,1 Uns. Hätte ich jetzt auch gedacht, dass das mehr ist. Sieht immer so groß aus. Hier war da noch so ein Bullen. Gut. Dann knüppeln wir mal in die Stadt. Und gucken mal, ob mir die mobile Waschanlage kaufen können.
So, wie gesagt, ich fände es cool. Ich weiß nicht, was die Entwickler noch so geplant haben. Man weiß ja nur, dass so Fahrzeuge noch kommen. Also ja, zum Beispiel geil. Hier bei der Mine steht, glaube ich, dass die zu 15% verschmutzt ist. Wäre natürlich cool. Warte mal, wo ist denn lang? Kann ich da lang fahren? Ich bin hier. Ne, da geht's halt weiter. Ich muss hier lang. Wenn man das Zeug noch wegräumen könnte irgendwie oder benutzen könnte für die Waschanlagen, weil das sind teilweise alte Waschanlagenteile. Das wäre schon cool, wenn man die irgendwie benutzen könnte. Oh. Die Fahrphysik dieses Fahrzeugs ist nicht die beste. Aber es ist auch kein Rennspiel. Ich glaube, wenn man damit 100... Sind das Meilen hier? Vermutlich? Oder sind es km/h? Ich weiß nicht, auf jeden Fall, wenn man das so durch den... So ein Weg brettert, kann es schon mal sein, dass man abfliegt. So, wieder ein Nachlader. So. So, fand ich die Stadt, wir haben. Bis wir dort sind, haben wahrscheinlich 6,8 Unzen, 6,9 vielleicht, je nachdem was und wie schnell der findet. Wir haben noch knapp 8000, das heißt wir kriegen 6000, 7000 dazu, das müsste eigentlich reichen. Also der Goldpreis ist jetzt noch extrem gefallen. Oh ja, da steht der LKW. Den kann ich euch gleich mal zeigen. Der ist nämlich neu dazugekommen. Gab ein Patch am Montag. Warte mal, die Folge kommt am... Die kommt, glaube ich, am Montag. Du solltest... Ja, sollte ich. Zaun. Zu früh gelenkt. Die kommt am Montag, also kam das vergangenen Montag. Ach, was mache ich denn? Vor einer Woche kam der Patch ungefähr. Erz verkaufen. Wie viel gibt's? 6400. Oh, es reicht. Schnell zur Waschanlage und die Kurven. Natürlich so, ich kann auch, ob ich den Arbeiter dann bei der anderen Waschanlage zuweisen, ja, aber ob der dann, naja, wir probieren es einfach, ob der dann effektiver ist. So, schnell rennen die gute Stube. So, mobile Waschanlage. Mobile Waschanlage, das ist das Ding hier. Mobile Waschanlage. Da kann ich mit dem Ding schütte ich rein und zack und Menge 1 hinzufügen. Zack. Kaufen. Okay, gehört mir. Sehr schön. So, die bringen wir jetzt noch zum Claim und dann die Folge auch schon rum.
So. So. Ding steht draußen und knödeln wir mal zum Claim. Brauchen wir noch was? Wir könnten noch die zwei Kanister mit Sprit füllen. So, warte mal, muss. Ah! Muss man ja manuell ankuppeln. Hat es schon cool gemacht, muss man ja sagen. So, Handbremse. So, wir füllen die zwei Kanister noch. Ja, coole Sache. Und da haben wir unsere Waschanlage. Oh, die hat gar keine Lichter. Die hat gar keine Lichter, so, oder? Oh, der Dieselpreis ist gefallen. Der Herr Dieselpreis ist gefallen. Okay, der ist voll. Die müssten eigentlich alle noch voll sein. Ja. So, die sind alle voll. Was sagt der Typ hier? Hat denn der überhaupt seinen Tankrüssel? Drüben? Nö. Hier. Passt rein. Na ja, komm, machen wir mal voll. Ja, doch unser Hauptverkehrsmittel. So, los geht's. Bin ich gespannt. Jetzt müssen wir mit dem Bagger arbeiten. Ich bin auch gespannt, wie schnell. Man muss ja da einen Eimer drunter stellen. Für. Bin eh gespannt, wie das funktioniert. Naja, sind wir mal gespannt, ne? Nächste Folge. So, dann sage ich schon mal. Oh, mit diesem Schlenkers. Adieu mit Ö. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge und da ist die Maschine aufgebaut, funktionsbereit und wir schütten die erste Schaufel Erde hinein. Bis dahin, ciao!